Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aurich TV Sondersendung, haben wir ja gesagt. Und wir sind heute in der Buchhandlung am Wall in Aurich. Und zwar betätigt sich Susanne Kranz, die Inhaberin der Buchhandlung am Wall, ja auch ein bisschen als Galeristin. Und hier ist jetzt seit ein paar Tagen eine Ausstellung eröffnet. Jürgen kann vielleicht mal eben auf den Reiter gehen. Soll ich, Fragezeichen, Nikolaus Hippen, ein in Aurich doch sehr bekannter Künstler und auch bekannt für seine figürlichen Darstellungen, für Zeichnungen in verschiedenen Malstilen, in verschiedenen Maltechniken, als Aquarell, als Kreide, als Bleistift und so weiter. Ich habe mich mit Nikolaus heute hier verabredet. Wir wollen mal kurz durch die Ausstellung gehen. Er wird mich durchführen, wir werden ein kleines Pläuschen halten. Ich denke, das wird ganz lustig. Nikolaus ist ja ein lockerer Typ. Jürgen hält die Kamera ganz fest und wir starten mal. Hey moin! Hey Junge! Ja, gut hingehauen, dass wir uns treffen. Ja? Alles gut? Alles gut. Prima, ja, dann lass mich mal sehen, was geil, du da oben so gemacht hast. Wir sind saumäßig gespannt. Ach, nicht hüpfen. Ja, nicht hüpfen. Kommst du mit? Na klar, ich will mal gucken, was hier los ist. Oh, und das erste Bild, was ich hier sehe, das sind 20. Ist das eine Reminiszenz an deine, lass das los. An deine familiäre Geschichte? Es ist so. Kleine Brötchen backen. Kleine Brötchen willst du backen. Aber ja, die Bilder sonst hier sind größer, oder? Die sind größer und teurer. Ach so. Und das sind kleine Brötchen, das ist das. Das ist so das Brot des kleinen Mannes. Also, ja, aber das ist alles. Kleiner, als ich rede. Ist das alles handgemalt? Oder es ist handgemalt. Oh, es ist aber handgemalt. Nach Fotos, ne? Okay, also ja. du hast Brötchen abgemalt. Die sind live, nach Live-Brötchen gemalt im Urlaub, okay. Die großen Dinger. Okay. Aber das sind Fotos. Kannst du dir das alles so merken, wenn du sowas siehst und sagst, das muss ich jetzt malen? Oder nimmst du Handy und machst Klack und dass du... Handy macht Klack. Handy macht Klack. Okay. Ja, ich hatte... Ja, erzähl mal. Ein paar Gags dabei, ne? Ja, kleiner Hotdog, den hat es natürlich bei Bäcker Hippen damals nicht gegeben. Richtig, und ein, Fischbrötchen auch nicht. Rollmops. Rührei-Brötchen auch nicht, also so ein paar. Ja. Ja, ganz hübsch. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, du hast deinen Lehrer gemalt. Da müssen wir da eben hingehen. Ja, den will ich sehen. Wo ist der? Um die Ecke. Ich glaube, das war Bodo Olthoff. Ja, das ist Bodo Olthoff. Der dir was beigebracht hat. Der ist da verantwortlich. Ne? Also mitverantwortlich. Ja, dann zeig mir das mal. Ach, da hängt er, ja. Mein Meister. Ja, da hängt er, ja, der gute Bodo, ja. Ich habe hier so einen kleinen Altar angerichtet. Okay. Das sind Zeichnungen und hier sogar Ölgemälde. Ja. Damals aus der Zeit, 1983 hier. Dieses. Die du gemacht hast? Ja, habe ich natürlich. Also, das ist ja alles, was ich gemacht habe. Also das ist alles auch, das, was du ausstellst, ist das, was du auch damals zu deinen Lehrzeiten gemalt hast. Ja. Also auch das hier, weil das sind ja typische Olthoff-Sachen. Ja, der ist ja mit uns an die Pier gegangen da nach Emden. Ach so, okay. Und deswegen September, sind die Motive die gleichen, ne? Ja, das September 86, ja klar, aber das ist ja wirklich... So. War er denn schon hier, der Meister? Hat er schon geguckt? Ja, nee, leider nicht. Noch nicht. Er ist nicht so gut zu Fuß. Ah, okay. Ja, ja, gut, vielleicht sieht er ja auch richtig leider auch. Vielleicht sieht er das. Und vielleicht kommt er dann irgendwie hierher. Ich glaube, er kann auch auf seinen Schüler ganz stolz sein. Jetzt geht es ja nicht um Brötchen und das, was du vor 40 Jahren gemacht hast, sondern dein Thema ist ja aktuell Gesichter. Auch. Menschen. Ja, hauptsächlich figürlich und Gesicht. Figürlich Porträts, und Gesicht, ja. Und da möchte ich von dir ganz gerne mal ein paar Erläuterungen haben. Wie kommst du auf so einen Gedanken? Siehst du im Fernsehen irgendwie, was weiß ich, Bud Spencer und sagst, oh, den male ich jetzt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist genauso. Das meiste, was hier hängt, sind meine Jugendhelden. Okay. So, eben, Bud Spencer haben wir gerade nicht hier, aber Terence Hill. Wer ist denn Jugendheld? Zeig mal. Jürgen kommt irgendwie hinterher gehumpelt mit seinem kaputten Rücken. Aber zeig mir mal eben, wer ist denn Jugend... Oh, hier, da Iggy Pop. Aber jetzt ist natürlich, wie er jetzt aussieht. Okay. Ja, der links. Der rechte. Ach, oh. Das ist... Ich bin ja nur nicht überall bewandt. Das ist ein Künstlerfreund von mir, Sebastian Krüger, ein Großmeister. Okay. Aber das ist der Iggy. Ja. Den haben wir hier platziert. Ja. Das ist geil. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist er nochmal in Blau. Ja. Das ist ein Kumpel von dir. Ja. Fühlt er sich gut getroffen? Hast du ihm das Bild gezeigt? Ja, oder? Ich glaube nicht. Meint er nicht? Ich glaube, da oben hängt er nochmal, ne? Oder? Ist das ist er auch. Das ist er auch, ja. Ich erkläre das mal. Ja, erklär mal.
Ich besuche da einmal im Jahr seinen Workshop. Ja. Er ist ja Großmeister, nicht? Okay. International. Ja. Und da hat er posiert für ein Billy Idol-Gemälde, was ich malen wollte. Okay. Und was ich auch gemalt habe. Das hängt hier nur nicht. Okay. Ich brauchte nur so eine Hand. Ja. Ich wollte mit Totenkopfring. Und das ist die Pose. Und das war so geil, diese Fotosession, dass ich ihn direkt gemalt habe. Dass du gesagt hast, auf die Schnelle. Den nehme ich jetzt. Ja. Ja, also ist auch ein tolles Format. Das ist ja auch schön in einer Wohnung, wenn man eine tragende Wand hat, wo man sagt, da kommt der richtig zur Wirkung. Tragend. Weil du hast hier oben natürlich in der, aber du hast natürlich hier in der Buchhandlung am Wall natürlich auch hier bei Susanne Wände ohne Ende. Das reimt sich sogar. Wände ohne Ende. Ja. Wen haben wir da jetzt? Mike Tyson? Ja, der ist ja, glaube ich, zuerst. Aber der ist ja, steht hier unten 424. Da ist ja die Farbe noch frisch. Ich sag dir das. Ja? Als Susanne gesagt hat, du stellst hier aus, ne? Ja. Soll ich? Da kommt das ja auch her. Ja. Da habe ich dann 2 Monate vor der Ausstellung noch so richtig Gas gegeben. Okay. Und das ist alles da im April entstanden. Ja. März, April. Dieses hier, dieser Jake Paul, der ist 2 Tage vor Ausstellungseröffnung fertig geworden. Okay. Also läuft noch alles frisch. Ja. Man sieht es noch, das läuft noch unten, das läuft noch da unten aus dem Rahmen raus, die Farbe. Meisterhaft angelegt. Ja, kann man sehen. Was ist denn das überhaupt für eine Maltechnik? Das ist gut, dass du das fragst. Ja, das ist ja nur nicht mit Filzstift gemacht. Nein, genau. Das ist was anderes. Das ist eine Kreide, eine Wachs-Pastellkreide, die wasserlöslich ist. Okay. Ich lege da also erstmal eine Vorzeichnung an mit Wachs, dieser Kreide. Dann gehe ich mit Wasser drüber. Und dann verläuft die ganze Suppe. Okay. Und das gibt Überraschungen, dass... Das sieht also irgendwie schon faszinierend aus. Ja. Wo ist die Gefahr bei so einer Maltechnik? Dass es einfach in Arsch sinnlos steht. Zerläuft? Genau. Du hast keine Kontrolle mehr. Okay. Das ist scheiße. Gefällt mir nicht. Deswegen bin ich noch mit Acryl drüber gegangen, um das mit Acrylfarbe zu fixieren teilweise. Okay. Wo es verläuft, manche Stellen sind geil, lasse ich so. Ja. Aber sonst fixiere ich das mit Acryl. Das ist eine neue Technik, die ich mir so... Die du dir so aus dem Hut ausgedacht hast. Ja, Kreide, Acryl, alles gemischt und Nikolaus bringt das dann auf Papier, oder? Was ist das für ein Material? Das ist jetzt Karton, ja. Das ist Karton. Dickes Papier. Ja, gut, das muss ja auch ein bisschen saugen. Ja. Wer ist denn er hier eigentlich? Jo, den liebe ich. Den liebst du? Kannst du ihn erkennen? Okay. Charlie Hübner. Hast du den Film Magical Mystery gesehen? Nee. Empfehlung. Und da ist er, da mit langen Haaren. Okay. Geht um Techno und Drogen und so. Okay, ja, so sieht er auch aus. Ja. Das ist ein Standbild dann aus dem Film. Okay. Das hast du aus dem Film genommen? Fernseher, Stopp. Ja. Dann nehme ich mein Handy, knipse das ab. Okay. Weil mit den Standbildern ist das nicht so leicht wie früher. Ja, das ist heute anders. Das flimmert auch alles. Wir kennen das Problem ja auch. Das ist so scheiße. Wenn Jürgen irgendwas extrahiert, dann ist ja... manchmal geht es gut, manchmal geht es in die Hose. Das ist einfach so. Ich habe hier drüben deinen Meister noch mal entdeckt. Du bist toll. Du, ich höre das immer wieder. Ja, das ist er. Also der hat es ja auch richtig angetan. Ja. Er ist aber auch ein tolles Motiv, dass man so zeichnen kann. Genau. Also super. Ja, ich darf das Video nicht zeigen. Vielleicht ist er besser einverstanden. Ja, oder er will Geld haben, also oder Tantieme oder wie auch immer. Ich weiß nicht, gibt es das bei Künstlern? Nein, das ist künstlerische Freiheit. Das ist unter uns. Alles du machst klar. Du doch nicht mit Kollegen. Das wollte ich gerade sagen. Eigentlich ist das so. Ja, ich darf mir ja auch ein Bild gleich aussuchen. Aussuchen, was du tragen kannst. Nein, Spaß beiseite. Das ist aber eine andere Maltechnik. Ist das Tusche oder das was ist so das? Eine wasserlösliche, wieder wasserlösliche Graphitkreide. Ja. Graphitblock. Möchtest du deine Spuren dann verschwinden lassen? Nee, jetzt mal. Nee, das ist irgendwie geil, dass, das so, das dass ist, man die Kontrolle kann verliert. Kann man das gut, aber kann man das sonst gut fair und bearbeiten, dieses Material? Man muss es ja nicht mit Wasser behandeln. Da, wo es scharf werden soll, gehe ich dann drauf und lasse es trocken. Okay, und den Rest kann man mit ein bisschen Wasser zum Verlaufen bringen. Kann man da an dem Bild, glaube ich, ganz gut sehen, unten. Ja, ist nicht fertig, so sieht das aus, ne? Ja, wollte ich jetzt gerade sagen. Aber unten dieses Hellgrau, dieses Schlieren, das hast du mit Wasser ein bisschen verfremdet. Ja. Dann hängen hier ein bisschen kleinere, das sind ja auch deine Helden. Genau, wenn du sagst, Clint Eastwood erkenne ich, Bud Spencer erkenne ich. Und? Klaus Kinski erkenne ich auch. Richtig, das ist gut. Den völlig Verrückten. Klaus Kinski ist sowieso ein Thema für mich. Ja, ehrlich, weil er so irre ist? Weil er so irre ist. Ja, Fitzcarraldo, ne? Erstmal das Boot über den Berg ziehen. Ne? Ja, das hättest du auch gemacht. Ja, hätte ich auch gemacht. Also das ist natürlich, da ist noch ein frischen, 424. Ja. Okay, aber wer ist das? Dann ist der.
Iggy nochmal. Nochmal Iggy, ich dachte, das wäre Rübezahl. Aber das ist sogar aus dem gleichen Fototake. So. Da, ne, okay, alles klar. Du guckst da ein bisschen anders. Ja, und hat er da eine Brille auch? Nee, hat auch keine Brille. Nee, du verarscht. Okay. Und hier hast du dann so deine kleineren. Ich habe noch viele Skizzen, also bevor so ein Rolling Stones oder so entsteht oder auch der Iggy, ja, ne? Ja. Mache ich Skizzen. Meistens verschwinden die im Skizzenbuch. Das ist doof, aber so ein paar Dinger konnte ich ausstellen. Ja, okay. Kinski habe ich karikiert. Komm mal rum. Wenn Jürgen das auch filmt. Jürgen filmt alles. Soll ich die Folie wegnehmen? Ja, bei Jürgen spiegelt wieder alles. Er hat wieder keinen Polfilter aufgesetzt. Ich wusste es. Oh, das ist also den Jürgen kannst du technisch manchmal wirklich verhauen. Das wird doch gar nicht gefilmt jetzt. Er ist ja lieb eigentlich. Also doch, das bleibt alles drin. Er ist ja lieb. Unsere Zuschauer sollen ja auch ihren Spaß haben von den Sachen. Ist das Elvis? Nee. Yeah. Tatsächlich? Ja. Ja, siehst du? Ja. Aber das sind jetzt Sachen, die du nur als Skizze, das ist der Kinski etwas überzeichnet. Ich habe mal versucht, ob ich Karikatur kann. Okay. Schwierig. Wenn er noch leben würde, der würde dir ein paar auf den Kopf hauen. Nee, das glaube ich nicht. Doch, glaube ich wohl. Nee, ich weiß nicht, ob der auf sowas... Nein, ich glaube, weil ich so ein Typ bin, den man nicht... Den haut man nicht. Ne? Das haut man nicht. So typ, du bist ein anderer Typ. Ja, ich bin ein anderer Typ. Ich werde immer gehauen, ich weiß. Aber ich kann es ja nicht ändern. Das ist nicht böse. Ja. Das ist, nee, okay. Ich mache keine kranken Bilder. Das ist alles immer... Das ist positiv. Ja, ja. Positiv aufgeladen. Ja. Siehst du das? Ist denn prinzipiell alles, was hier oben ist, zu verkaufen? Ja. Oder sagst du auch, das sind meine... Susanne hat gesagt... Überall Preise dran, sonst fliegt das raus hier. Die will ja auch. Ne? Das ist Galeristin. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Muss ja auch. Also mal davon abgesehen, um unseren Zuschauerinnen und Zuschauern das nochmal zu empfehlen. Hier oben in der Buchhandlung am Wall, in der Burgstraße, ist natürlich ein wahnsinnig tolles Ambiente, eine geile Galerie. Hier kann man tolle Ausstellungen machen. Und Gott sei Dank lebt Susanne Kranz das auch und bietet Künstlern und Künstlerinnen, ich gendern gibt es bei mir nicht, genauso wie ich weiter Jägerschnitzel und Negerkuss sage. Spaß beiseite, das ist eine tolle Location hier, wo man ganz viele Sachen machen kann. Und ich muss sagen, Susanne, ganz, ganz klasse, dass du das immer weiter durchziehst. Jetzt wollen wir mal nochmal um die Ecke gucken. Da war ja... So, das mit dem Negerkuss, das finde ich aber nicht in Ordnung, ne? Doch, du, es gibt bei mir Jägerschnitzel, Zigeunerschnitzel gibt es, Indianer gibt es bei mir. Ja. Hast du auch einen Indianer gemalt? Ich habe leider nicht. Das ist Bärenmarke. Den habe ich da drauf gesetzt, weil die Nummer mir nicht gefiel. Ach so. Aber es gibt so eine... Ich wollte eigentlich eine Tanzserie machen, aber es sind nachher Catcher, Wrestler, Football, ja, sowas. Catcher liebe ich ja, ne? am besten Heinz. Ne? Aber gut, Bärenmarke ist auch gut. Was steckt das da? Die Raufen, also Rangelei heißt die Oder Serie. Oder ist das Bärchen, das Bärenmarke? Es geht da nicht drum. Das gab es ja in den 50ern. So der kleine Bär, der immer über die Weide hoppelte und sagte Bärenmarke und, zum Kaffee. Also es geht um eine... Ja, ich sehe das gefällt dir, ne? Da hat einer einen Arm Bärchen. Und hält den fest. Das sind irgendwie. Das ist aber auch wieder diese Kreide, die verläuft. Ne? Okay. Da habe ich dann noch gedacht, oh, das reicht. Und vorsichtig. Hast ein bisschen verlaufen lassen. Vorsichtig, okay. Genau. Dezent. Ja. Bei den anderen rockt das noch mehr. Sind aber zwei. Sind das Catcher oder Footballer? Ich glaube, das ist Footballer. Ja, weil der hat gar keinen Helm auf, der hat eine Glatze. Aber der Bärenmarke-Mann. Also, dann ist doch ein Bärchen. Nein. Ich weiß, was du meinst. Ich sehe dich schon im Kostüm so übers Feld hoppeln. Ja, genau. Ne? Mit dem Bärenmarke. Wollen wir das mal machen? Dann male ich dich auch. Das ist ein Angebot. So, und da habe ich einige von. Ah ja, guck, ja, das sieht man. Hier, die hauen sich auch. Ja, da ging es ab. Ja, okay. Ja. Und da habe ich versucht, noch so Statements ins Bild einzubauen. Text, ja, ne? Ja. Das sind Liedertexte. Wie lange sitzt du an so einem Bild? Ich stehe beim Arbeiten. Ach, du stehst. Okay. Deswegen läuft das ja runter. Ja, das genau. Okay. Ja, gut, sonst wird's, ja, gut, wenn es liegen. Zwei Tage, sagen wir mal. Zwei Tage. Aber nur, weil es die Trockenzeit benötigt. Und das, ne, die erste Schicht, dann ist das Papier wie ein. Ja, gut, jetzt rede ich aber mal nicht von der. Jetzt rede ich mal nicht von der Trocknungszeit, sondern von der Erstellungszeit. Ja. Wie lange brauchst du? Genau. Das ist ja wie beim Tapezieren. Ne? Das Tapezieren ist ja schneller, also die Vorarbeiten, die Vorarbeiten drumherum. Aber das Tapezieren selber geht extrem schnell bei mir, weil ich ziemlich emotional heftig rein.
Okay. Voller Kraft. Da darf dich auch dann keiner stören. Also deine Frau sagt dann auch, lieber, ich gehe jetzt weg. Ich gehe jetzt irgendwo mit irgendjemandem nett essen und lass den in seiner Mahlbude. Es oder? Ist nicht so. Ist nicht ganz so. Nicht so wie, wie bei Shining da in Nicholson. Ja, ne? Ich wollte gerade sagen. Nee. Jack Nicholson war ja auch so eine. Ich glaube, das ist anders. Also okay. Ich lasse mich gerne stören. Okay, also dann darfst du dich mal ablenken. Ich bin da voll drin. Dir einen Tee bringen. Ja, und wenn er nicht schmeckt, dann kann man den ja auch nehmen oder ein bisschen gegenhauen. Ja, genau. Aber es ist eine sehr interessante Maltechnik. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Also insofern kann ich euch immer nur sagen, hier müsst ihr herkommen. Die Ausstellung läuft bis in Mai, weit in Mai, bis 25. sind, glaube ich, ne? 15. Ja. Mai? So schnell noch? Ja, also ihr seht, ihr habt noch ein paar Wochen Zeit, kommt hierher, kostet natürlich keinen Eintritt. Ihr könnt hier so in die Buchhandlung am Wall die Treppe hochgehen. Unten ist die Buchhandlung und hier oben ist die Galerie. Den finde ich natürlich richtig klasse. Ach ja. Den finde ich richtig gut, weil ich liebe Western. Weißt du, ich habe eine ganze Western-Serie. Und der sieht aus wie Russell Crowe. Ist er auch. Ist er auch. Oh, ich liebe ihn. Also von Russell und dann mit dem Colt Peacemaker, den hast du gut getroffen. Das hat mir der Meister auch gesagt. Der sieht nämlich gut aus, der Revolver. Es gibt ja manche, die malen Revolver, das sieht ja aus wie eine Schokoladenpistole, aber der sieht richtig, auch von der Farbe her, gut getroffen. Also, wir unterhalten uns dann nochmal drüber. Ja, ich schleim natürlich jetzt, weil ich das Bild natürlich nicht besonders billig haben will. Nein, Spaß beiseite, aber nein, aber ganz ehrlich, sehr gut. So wie man es auch aus dem Film raus kennt. Also, ich liebe Western, weißt du? Ich auch. Siehst du? Wenn ich nochmal leben könnte, wäre ich Cowboy. Ja, 1878. Schön 6 Schüsse und dann reiten wir durch die Prärie. Heute reiten wir durch die Ausstellung. Hier haben wir vorhin kurz im Rumlaufen gesehen. Das sind deine Skizzen. Ja, ich habe sie mal mitgebracht. Okay. Wieder zu muss man sich also vorstellen, das ist einfach erstmal ein Buch mit weißen Seiten. Genau, okay. Was man so mitnimmt. Der Nachteil ist, die sind da drin. Ich kann die nicht ausstellen, verkaufen oder so. Da habe ich die Stones geübt, bevor die dann groß geworden sind. Okay, so. Ja, da muss man ein bisschen üben, die Gesichter. Muss reinfühlen. Ja. Ist das leichter? Das ist auch so ein Abraham Lincoln. Ist das. So. Ist er das? Nee, das ist der andere hier. Der. Nee, keine Ahnung. Ich sehe das nicht. Ach, weg. So. Ja, die sind geil. Ja, die Frage hier. Die Frage ist ja für mich, ist es schwieriger, so klein zu malen oder so groß zu malen? Groß macht Spaß. Groß macht Spaß. Taucht man so rein, da ist man drin, Folge. Ja, weil man muss die Proportionen hier hinkriegen. Das ist ja das. Da gibt es ein paar Tricks, ne? Raster voranlegen und so. Alles klar. Also freihändig ist schwierig. Ja, aber so? Das ist freihändig. Ja, aber das ist doch, glaube ich, dann noch viel intensiver von der Konzentration her als das, oder? Man kann da viel abarbeiten. Wollte ich gerade sagen, das arbeitet man weg. Ne? Ja. Das ist doch das man drin und tralala. Und bei diesen kleinen Sachen muss man jeder Strich, der nicht sitzt, muss ja radiert werden. Ich denke, das ist Blei. Das ist Bleistift. Ein Stichwort. Ja. Bleistift kann nur in die Dunkelheit arbeiten. Also das Papier weiß ist das hellste und dann kannst du nur dunkler werden. Ja. Theoretisch radieren, klar. Ja. Bei Acrylgemälden kannst du übermalen. Alles übermalen, korrigieren, bis das so ist, wie du es willst. Fließt denn diese Arbeit und dieses Künstlerische auch in deine Werbeagentur mit ein? Du hast ja noch eine Werbeagentur, Be Bold. Ja. Das ist ja das, was eigentlich das Grundrauschen des Lebens erwirtschaftet. Genau. Da gibt es aber auch viele Leute, die ja dann auch sagen, Mensch, Niklaus, ich habe die und die Idee. Und dann kannst du ja auch diese Sachen wunderbar anwenden. Ich meine, du hast ja auch die Aurich-TV-Tasse gemacht. Habe ich auch. Ja, herrlich, ehrlich. Weil wir Freunde sind. Wir blenden sie euch nochmal ein. Das hat Nikolaus damals gemacht. Und zwar, da habe ich nicht Modell gesessen oder so, sondern der hatte ein Foto von mir und hat gesagt, komm, jetzt mache ich den mal mit einer Betty-Turm und Klündchen und Tee und Mikrofon in der Hand und so. Also, ja, das ist schon... Ich habe mir auch andere Menschen nochmal angeguckt, die so deinen... Jetzt sag nichts Falsches. Ich sage es auch nicht. Das schneiden wir sonst. Ich sage es nicht. Aber ich habe echt geguckt, wie sieht eine Karikatur von Oliver Hardy aus? Ne? Ah, das ist in Ordnung. Oder Danny DeVito. Da kann ich mit leben. Lass mein Täschchen. Und dafür klaue ich dir dann, so sieht dieses Handwerkszeug aus. Könnt ihr mal reingucken. Das sind auf sehr verschiedene Längen, die Stifte. Ach was. Mhm. Ja. Also das lasse ich dir hier, sonst geht es ja nicht weiter. Was wolltest du? Achso, wenn bei Be Bold. Kurzer Abschluss noch. Ja, bei Be Bold, da hast du öfter mal auch Anfragen von Kunden. Ja, genau. Mensch,
Warst du mal in Emden? Das Sergio heißt jetzt. Ja, doch, natürlich war ich bei der Sergio in Emden. Da hängen drei Gemälde. Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Mit Otto Waalkes ist das nicht. Doch, natürlich, das habe ich gesehen, selbstverständlich. Ja, siehste. Das hast du gemacht? Das habe ich gemacht, ja. Hat Otto dich darauf angesprochen? Ja. Tatsächlich, das musst du uns noch kurz eben erzählen. Da hatte Otto seine Vernissage in der Kunsthalle Emden. Ja. Und er war umringt von irgendwie Autogrammjägern ja, und so. Ja, also und ich habe, ich glaube mit Ilka Erdwins, die war mit dem Trittschanke zusammen im Gespräch. Ich kam da hin und dann sagt Ilka, hier, das ist der. Und ich da hin. Und der Trittschanke hat sofort reagiert, hey, wir holen den Otto da raus. Und dann stand ich da mit Otto. Ja. Haben ein kurzes Gespräch über Kunst. Ja. Ja, ich habe seine Handynummer. Ja, ich hab so ja also wenn ihr mal was von Otto wollt, dann ruft das Nikolaus an, der gibt euch die Nummer. Nee, aber jetzt also, das war cool. Der hat das Bild auch gesehen. Der saß da. Ach, da gibt es ein Foto, da. Der saß da drunter und macht die gleiche Grimasse. Echt? Und war auch angetan davon. Ja, toll. Ja, er sagt, das war gut. Das ja, das akzeptiert ist, er. Das ist natürlich schon ein Ritterschlag. Ne? Das ist echt. Wie viele Bilder sind hier in der Ausstellung? Etwa? 25, 30? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Ich hätte gesagt, du hast erstmal alles mitgenommen, was du noch hattest und hast es hier hingehängt. Hier ist überall ist also, was versteckt. Ne? Liebe Leute, kommt selber hierher, zählt und selber. Und zählt nach, wer das weiß, kriegt und wer das weiß, kriegt vielleicht einen Aurich-TV-Becher. Warum nicht? Ich muss eh wieder welche produzieren lassen, aber sendet uns mal die richtige Lösungszahl via E-Mail an redaktion@aurich.tv. Zählt mal nach, wie viel meint ihr? Es muss nicht auf den letzten kommen, aber sind das hier mehr als 30? Sind das 80? Sind das 150? Das wäre schon ganz gut. Erfahrt es hier in der Ausstellung in der Burgstraße bei Susanne Kranz. Nikolaus, wir sind einmal quer durch. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen weiter gucken. Ja. Klasse, gefällt mir gut. Danke dir. Ich gucke jetzt auch noch mal in die Preisliste. Kann man sich das leisten? Ja, hier, da grinst er wieder. Ne? Mann. Ja, nein. Also es liegen hier auch Preislisten aus. Man kann das alles käuflich erwerben. Davon das lebt der junge Mann natürlich auch. Ja, dass hier also seine Werke auch verkauft werden. Notfalls hilft eben verhandeln. Es ist ja wahrscheinlich auch so da musst du mit Susanne sprechen, ne? Angebot und Nachfrage und nach dem Motto, ich bin bereit, das zu geben und was möchtest du haben? Ich verhandle immer. Vielleicht finde ich hier jetzt gleich noch was in mein preisliches Budget passt. Dir wünsche ich erstmal viel Erfolg. Danke dir. Ja. Und bleib lustig, bleib locker, so wie wir dich kennen. Es gibt immer Gesprächspartner, da ist das irgendwie geil, mit denen einfach hier eine Viertelstunde und dann gibt's dummes Zeug zu quatschen. Und dann gibt's dich. Wenn ich jetzt Didi wäre, würde ich dir mal auf die Glatze küssen, mache ich aber nicht. Trau dich. Nein, alles gut. Ganz frisch. So, also wir sind am Ende der Sondersendung über die Ausstellung von Nikolaus Hilton. Jürgen kriegt hier gleich einen Lachanfall und lässt mal wieder die Kamera fallen, kenne ich. Schönen Dank, viel Erfolg. Das mache ich auch. Euch auch. Ja, oh, danke. Tschüss. Haut rein, bleibt gesund. Gut. Nicht so sportlich. Nur Stefan. Du sollst normal mit mir hochgehen und nicht hier hochhüpfen. Lass das drin. Ja, Outtake. Man, ich kann doch nicht so eiern wie du. Füssel, ja, hallo? Warte, er sieht mich jetzt. Reiß dich mal zusammen, das hole ich raus. Auf geht's.